Meterhoher Schnee, Minusgrade und steile Abhänge. Über diese Berge gehen jedes Jahr tausende Geflüchtete. Ihr wollt jetzt über den Berg rüber? Ja. Yeah, they arrived in Briançon frozen and they had to cut feet. Alles, um nach Nordeuropa zu kommen. Warum flüchten Menschen ausgerechnet über diese Route? Calm down. Die Geflüchteten aus der Ukraine werden gerade in Europa mit offenen Armen empfangen. Grenzen scheinen keine Rolle mehr zu spielen und die Hilfsbereitschaft ist groß. Aber nicht alle Menschen, die vor Krieg und Krisen fliehen, werden so empfangen. Menschen aus Afghanistan oder Syrien riskieren ihr Leben, um über die Alpen nach Nordeuropa zu fliehen. Und darum geht's in diesem Film. Wir sind im Grenzgebiet zwischen Italien und Frankreich unterwegs. Ein wunderschönes Skigebiet. Im wahrsten Sinne des Wortes grenzenloser Spaß. Allerdings nur für die Touristen hier. Was man hier auf jeden Fall sehen kann, ist, dass hier echt Welten aufeinandertreffen. Tagsüber kommen hier die Menschen aus Paris her und fahren Ski und lassen sich die Sonne auf dem Pelz brennen. Und nachts sieht die Welt hier aber ganz anders aus. Es ist erstens wesentlich kälter und zweitens sind dann fast nur noch die Geflüchteten auf der Straße, die dann darauf warten, loslaufen zu können und dann schlussendlich über die Skipisten hier rüber machen auf die andere Seite der Grenze. Warum hier? Das Gebiet ist schwer zu kontrollieren, besonders im Schutz der Dunkelheit. Und man kommt einigermaßen schnell zu Fuß von Italien nach Frankreich. Für viele Geflüchtete aus Afghanistan, Afrika oder Irak ist das hier das letzte Nadelöhr in Richtung Nordeuropa. Und zugleich ein großes Risiko. Immer wieder muss die Bergrettung hier ausrücken, um Geflüchtete zu retten. Wie hier auf diesen Bildern. Laut Hilfsorganisationen haben sich seit 2016 hunderte Menschen verletzt. 6 sind ums Leben gekommen, 3 werden vermisst. In diesem schönen Skigebiet sind wir jetzt verabredet. Mit jemandem, der heute Nacht diese Gefahr auf sich nehmen möchte. I think they're there. They look like they're cold. Er Schatt kommt aus Afghanistan. Wir treffen ihn auf einem Parkplatz kurz vor der französischen Grenze. Der 21-Jährige hat schon mehrere tausend Kilometer hinter sich. We came from Afghanistan to Iran, Iran to Turkey, and Turkey through to Italy by ship. Heute Abend will auch er nach Frankreich. Sein Plan klingt einfach. You want to go Sibab and cross the border. It long is about 5 hours. Or 5 hours, you think? 5 hours to 8 hours. It's just before 6. We're gonna leave when? We're gonna leave about 7 or 8. All right. Wir dürfen Ershad, zwei Freunde von ihm und einen jungen Mann aus Guinea heute Nacht begleiten. Vorher schauen wir uns die Route mal genauer an. Sie sind in Norditalien gestartet, in dem Bergdorf Ulx, hier unten auf der Karte. Das ist mit der Bahn schnell zu erreichen. Einfach mit dem Zug über die Grenze nach Frankreich fahren können Sie nicht, denn der Fernverkehr wird streng überwacht. Stattdessen wollen Sie heute Nacht über diese Berge hier laufen, fernab der Straßen, damit Sie die Polizei nicht erwischt. Wir wollen heute Nacht mit den 4 Männern über die Grenze erfahren, wie gefährlich der Weg wirklich ist. Also die drücken sich jetzt gerade da unten in der Garage rum, weil es da nicht so kalt ist und weil sie da nicht so gut zu sehen sind, sage ich mal. Und ja, wir warten. Wie ihr seht, wird es jetzt langsam dunkel. Ja, und gleich geht's los. Und ich muss sagen, so langsam kriege ich ein bisschen Herzklopfen. Ja, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ershad, zwei seiner Freunde und der Mann aus Guinea sind bisher nicht registriert in der EU. Ershad will erst in Deutschland seinen Asylantrag stellen, in Frankfurt. Jetzt erstmal Völkerverständigung in der Tiefgarage. Frankfurt Music. That's gonna be. That's German Rap, that's from Frankfurt. Haftbefehl. Okay. Do you know Eminem? Eminem, of course, yes. You love Eminem? Okay. This is our music. Let me.
play it. This is Afghani music. It's nice too. Something different. Yeah. When did you leave Afghanistan? How long is that ago? About 1 year and 3 months. Oh, that's when you left? Yeah, yeah. One year and three months, you're on the run. Yeah, I'm on the way. 1 year and 3 months, I'm far away from the family. Okay, yeah. That's kind of sad, yeah, isn't it? That's, yeah. We have to endure that. We have to endure that, yeah. But you miss them? Yeah, sure. Everybody miss their families. Trotzdem ist gegangen, auf der Flucht vor den Taliban. Noch bevor sie die Macht komplett übernahmen. It's so hard. We don't, no freedom, no democracy, nothing. Nothing. No authority. Jetzt träumt von einer Zukunft in Deutschland. Davon trennen ihn noch zwei Ländergrenzen. Langsam wird es dunkel. Darauf haben sie hier gewartet. Dann geht alles ganz schnell. Ich packe meine Sachen zusammen. Ich bin mal gespannt, was die jetzt für ein Tempo vorlegen. Wir wollen die natürlich auf keinen Fall an dem behindern, was sie jetzt tun wollen. Wir wollen einfach nur beobachten. Das ist alles, was wir wollen. Nicht eingreifen. Also, wir laufen jetzt hier die Skipiste hoch, wo hier tagsüber Ski gefahren wird. Versuchen die Jungs jetzt, ihren Weg rüber zu machen nach Frankreich. Ich merke schnell, die jungen Männer legen ein extremes Tempo vor. Und es ist auch hier oben ganz schön windig. Also, die Temperatur sinkt sofort, das merkt man auf der Stelle. Ihr fragt euch vielleicht, was ist los mit dem Bild? Wir durften hier oben kein Licht anmachen. Das war die Bedingung dafür, dass sie uns mitnehmen. Entsprechend schlecht ist die Bildqualität. Noch leuchten uns die Lichter der Stadt den Weg. Aber das ändert sich schnell. Der Schnee ganz schön tief. Der Weg sehr anstrengend. Der Mann aus Guinea, kurz vor uns, fällt ständig, ist offensichtlich aus der Puste. Es dauert nicht lange, dann ist er weit abgeschlagen. Unser vierter Mann ist hinten dran und ruft, ey, es ist komplett surreal. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen sollen. Ja, sorry. Wie die Flucht von Eschat in dieser Nacht ausgeht, erzählen wir euch später weiter. Die Route ist gefährlich. Wie gefährlich, merken viele erst, wenn sie oben sind. Deswegen haben Freiwillige inzwischen am Fuße der Berge eine Anlaufstelle geschaffen. In dem kleinen, beschaulichen Bergdorf Ulx auf der italienischen Seite. Hier treffen sich viele von den Migranten, bevor sie über die Grenze nach Frankreich wollen. Und hier werden sie von Freiwilligen mit Essen ausgestattet, aber auch mit warmen Klamotten. Das ist natürlich sehr wichtig. Und hier finden sie einen Platz zum Schlafen. Refugio Massi. Vor 4 Jahren haben Hilfsorganisationen diese Notunterkunft geschaffen. Inzwischen ist hier eine professionelle Infrastruktur rund um die Geflüchteten entstanden. Verschiedene Träger finanzieren die Arbeit der Freiwilligen hier. Silvia Massara ist eine von denen, die dieses Refugio hier ins Leben gerufen haben. Sie verteilt Klamotten an Geflüchtete, die hier aus dem warmen Italien oft in Turnschuhen und T-Shirt ankommen. So usually in winter we have here ski jackets and ski trousers and boots for the snow. And everything must be just in order, because when we have 30 or 40 people arriving, it's very difficult to dress everybody really in a hurry. What is in that room? That room is for children, because usually we have a lot of families from the Balkanian. So this is for children, even little children, young children. And we have really everything. Because this is for newborn,
We have a lot of newborn babies. You have babies. A lot of newborns. Yes. And people are crossing with their newborns. They're crossing the Alps. Yes. Yes. In their arm, or sometimes children on the shoulder of daddy, and it's very dangerous. In Brianson, there are some people that lost feet. In the snow, they arrived in Brianson frozen, and they had to cut feet. Morgens verlassen immer wieder Dutzende Geflüchtete das Refugio. Von hier aus geht es mit dem Bus direkt zur Grenze nach Frankreich. Also wir laufen jetzt hier zum Bus. Es sind fast ausschließlich Geflüchtete jetzt, die Gruppe. Und die versuchen jetzt alle heute ihr Glück. Jetzt sind teilweise auch schon welche dabei, die gestern zurückgewiesen wurden. Die versuchen das dann heute nochmal. Das Wetter ist okay, es ist nicht zu kalt. Es ist so eine kleine Völkerwanderung im wahrsten Sinne des Wortes durch dieses Dorf hier. Viele scheinen keine Ahnung zu haben, was sie da oben auf über 2000 Metern für Bedingungen erwarten. So auch Sofiane. Gebürtig stammt er aus Marokko. Hat lange Zeit in Österreich gelebt. Sein Asyl wurde nicht anerkannt. Deswegen hat er sich wieder auf den Weg gemacht. Diesmal nach Spanien. Und kann ich vielleicht deine Nummer haben? Deine Telefonnummer? Ihr wollt jetzt über den Berg rüber? Ja, ja, wir gehen die Berge und gehen zu Fuß 10 Kilometer oder keine Ahnung, weiß es nicht. Du weißt nicht genau, wie viel, ja, was ich da erwartet? Ich weiß nicht genau, wie viel. Ja. Und das ist gefährlich. Und ja, was machen? Der Koffer, du hast keinen Rucksack, hast du nicht. Koffer ist auch schwierig über den Berg, oder? Also stelle ich mir vor. Aber schau mal. Wir schauen mal. Ich bin schon stark. Du bist stark, okay. Stark, Mann, ja. Und alles klar. Tschüss. Da geht er jetzt hin, ey. Eine Busladung Geflüchtete. Ist auch ganz gut windig, die da heute jetzt rüber wollen, ey. Teilweise mit Rollkoffer. Das ist irgendwie surreal. Kann man sich fast gar nicht vorstellen. Also, wenn ich es jetzt nicht live miterlebt hätte, würde ich es nicht glauben. Bis hierhin ist alles entspannt. Noch befinden sich die Geflüchteten auf italienischem Boden. Und die Italiener haben kein Problem damit, dass die Geflüchteten weiterziehen wollen. Der Grund, warum Menschen ihr Leben hier in den Alpen riskieren, ist am Ende EU-Bürokratie. Viele Menschen, die fliehen, kommen über das Mittelmeer und erreichen dann Griechenland, Italien oder Spanien. Die meisten wollen aber weiter. Sie vermeiden es, in den Ankunftsländern registriert zu werden und müssen dann versuchen, unter dem Radar der Behörden nach Nordeuropa zu gelangen, um erst hier ihren Asylantrag offiziell einzureichen. Um diese sogenannte sekundäre Migration zu verhindern, haben viele EU-Staaten inzwischen angefangen, ihre Grenzen wieder zu kontrollieren. Zum Beispiel wird zwischen Deutschland und Österreich kontrolliert, aber auch eben in Italien und Frankreich. Und da ist inzwischen ein ziemlich gefährliches Katz-und-Maus-Spiel entstanden. Die Geflüchteten wählen immer gefährlichere Routen, um der Polizei zu entgehen. Und die Polizei betreibt einen Riesenaufwand, um sie daran zu hindern. Das italienische Innenministerium hat im letzten Jahr innerhalb von nur 3 Monaten knapp 9000 Menschen gezählt, die in der Alpenregion aufgegriffen und zurück nach Italien geschickt wurden. Wir filmen eine dieser Rückführungen. Wenn die französische Polizei die Menschen auf dem Weg nach Frankreich erwischt, werden sie kurz festgehalten und dann dem italienischen Roten Kreuz übergeben. Die fahren die Geflüchteten dann zurück nach Ulx, in das Refugio. Meistens versuchen die Menschen es direkt nochmal über die Grenze zu kommen. So lange, bis es klappt. Und mit den französischen Beamten ist nicht zu spaßen. Das merken auch wir relativ schnell. Oh, oh, oh. Tu filmes pas. Arrête de nous souffrir. Oh, oh, oh. You respect us. Calm down, calm down. You respect us. I do respect you. No, you don't respect. You didn't ask. No, tu demandes autorisation. Okay? Naja, die Polizei war nicht so glücklich darüber, dass wir gefilmt haben. Nee. Also mir haben sie relativ schnell das Filmen untersagt und haben dann auch Presseausweis sehen wollen, was ich da mache, Fragen gestellt. Und am Ende wollten sie auch, dass ich das Material lösche. Aber habe ich natürlich nicht gemacht. Ja, und auch mir wurden regelrecht Schläge angedroht. Also die sprachen kein Deutsch, aber er hat mir unmissverständlich zu verstehen gegeben, auf
nonverbale Art und Weise, dass er mir gleich eine reinhaut, wenn ich noch weiter filme. Wir werden die Behörden später auf diese Drohungen hinweisen. Leider keine Antwort. Auch Ershad und seine Freunde wurden gestern von der Polizei aufgegriffen. Das soll heute nicht passieren. Dafür haben wir ganz andere Probleme. Wir sind jetzt seit ungefähr einer Stunde unterwegs. Der Weg ist nicht mehr der richtige. Eine Person ist extrem erschöpft. Und der Schnee ist tiefer, als ich dachte, auf jeden Fall. Der Mann aus Guinea kommt kaum mit. Auf Französisch entschuldigt er sich bei den anderen drei, bittet um Rücksicht. Pardon, pardon. Pardon, please. Please, please. Come, come with me, come, come, come. Come, minute, minute. Come with me, do you know? Minute, minute, pardon. You are going. Eine Verschnaufpause gibt es für ihn nicht. Es geht weiter. Buchstäblich über Stock und Stein. Plötzlich sind da Scheinwerfer. Also ich weiß jetzt nicht, was jetzt der Plan ist, aber so wie es aussieht, kommt die Polizei. Und dann bekommen wir plötzlich Besuch. Nicht die Polizei. Es sind zwei Helfer, die hinter der Grenze auf Geflüchtete warten. Die Scheinwerfer leuchten noch immer. Es muss jetzt schnell gehen. Also, wir sollen jetzt einzeln dem Typen hinterherlaufen. Ich habe keine Ahnung, was das bringt, aber ich tue einfach, was mir gesagt wird. Die Grenze ist inzwischen überquert. Ershad und seine drei Freunde sind heil in Frankreich angekommen. Für uns endet diese Reise hier. Das Licht darf jetzt wieder an sein. Die Geflüchteten sind weitergezogen. Wir haben einen von den Freiwilligen getroffen. Und die haben jetzt die Geflüchteten in ihre Obhut genommen und bringen sie weiter nach Briançon. Die wollten allerdings keine Journalisten dabei haben. Das ist natürlich ein bisschen schade für uns, aber das respektieren wir. Und machen uns wieder auf den Weg zum Auto. Zurück durch den Wald. Dieses Mal mit Licht. Nicht durch den tiefen Schnee, sondern den vorgesehenen Wanderweg entlang. Und wir machen eine Entdeckung. Das ist die Mütze von Sophie Jan. Die hatte hier gestern offenbar verloren. Ihr erinnert euch, das ist Sophie Jan, samt Mütze. Kann man sehen, ne? Die gehen hier alle diesen Scheiß. Gefährlichen Pass hoch. Mitten in der Nacht. Ja, ich meine, jetzt mit Lampe geht's, ne? Aber ohne? Das hat es ganz schön in sich. Also, man ist ständig eingesunken. Du weißt ja auch nicht, was unter dem Schnee ist. Also, du kannst natürlich super schnell den Knöchel brechen oder verstauchen. Und wenn ich überlege, dass Sophie Jan gestern auch einen Rollkoffer mit hatte und wenn ich dann auch noch drüber nachdenke, dass die ganze Familie rüberfliehen, es ist einfach komplett menschenfeindlich. Dabei war die hier noch eine der einfachen Routen. Geflüchtete wurden hier schon in ganz anderen Gebieten aufgefunden. Nach einer Stunde Fußmarsch sind wir dann zurück im Tal. Der nächste Tag. Es gibt Neuigkeiten. Ershad und seine Kollegen haben es geschafft. Die sind über die Grenze gekommen und die sind auch heil in Frankreich angekommen. Und jetzt fahren wir zum Refugio in Briançon und treffen die da und wollen mal wissen, wie es gelaufen ist und wie es jetzt weitergeht. Das hier ist die Notunterkunft auf der französischen Seite. Hier bringen die Freiwilligen die Geflüchteten hin, nachdem sie sie aus den Bergen geholt haben. Auch hier alles ziemlich professionell. Es gibt medizinische Hilfe, Schlafplätze, Essen. Ein sicherer Ort. Ershad ist erschöpft, aber glücklich. Wie lief es, nachdem wir sie gestern verlassen haben? When you left us, we walked about 1 hour more
And then there was the Red Cross car and the IOM car. And we got in the car and they drove us here in the refugee house, the safe house. Okay, and how do you feel today? How do you feel now? I feel good. It's amazing. It's unbelievable that we passed the border. What do you think, what should be better for migrants? What could be done maybe? The world must know that migration is not a crime. Migrants are not bad people. They should accept us, they should believe us, they should give authority to us to do what we want to do, what we want, where we want to stay. That's all. We want the world that knows that the migration is not a crime. Also wir haben jetzt gerade mit Eshat gesprochen und ich muss sagen, ich fand das echt also bedrückend, was er gesagt hat, dass sie sich fühlen, als wären sie Kriminelle und dass sie sich im Prinzip einfach wünschen, dass sie wie Menschen behandelt werden. Das klingt jetzt nicht, als wäre das zu viel verlangt. Vielleicht sollten wir das mal die deutsche Innenministerin fragen. Vielleicht sollten wir damals mal zur Politik gehen und Lima fragen, was sie da eigentlich davon halten. Noch vor Ort schreiben wir die verantwortlichen Ministerien an. Allen voran sind das natürlich das französische und das italienische Innenministerium. Wir schicken ihnen unsere Fragen. Auch das deutsche Innenministerium fragen wir an. Denn für die europäische Migrationspolitik sind alle Staaten verantwortlich. Ein Interview möchte uns die Innenministerin nicht geben. Stattdessen bekommen wir eine schriftliche Antwort. Das Innenministerium schreibt, dass die Bundesregierung sich im Rahmen der Reform des europäischen Asylsystems für ein faires, funktionsfähiges, effizientes und krisenfestes gemeinsames europäisches Asylsystem einsetzt, um die bestehenden Defizite des gegenwärtigen Systems zu beheben. Also sieht das deutsche Innenministerium da offensichtlich Handlungsbedarf. Der migrationspolitische Sprecher der Regierungspartei wird konkreter. Er möchte die Verteilung der Geflüchteten direkt an den Außengrenzen regeln. Da, wo Menschen ankommen, da müssen sie auch erstmal ankommen. Also das hilft ja nichts. Die werden an den Außengrenzen ankommen. Also müssen sie dort erstmal in Empfang genommen werden. Sie müssen zur Ruhe kommen. Da muss es Gesundheitschecks, Sicherheitschecks, alles, was es braucht, muss es geben. Von da aus sollen dann die Geflüchteten auf die Länder verteilt werden, die zur Aufnahme bereit sind. Und das ist die Länder, die eben nicht dazu bereit sind in Europa, die müssen sich dann eben finanziell oder auf anderem Wege an den gemeinsamen Aufgaben beteiligen. So könnte eine Lösung für diesen Teil des Asylthemas in Europa aussehen, damit wir aus der Blockade der letzten Jahre endlich rauskommen. Ein schöner Plan. Allein, es müssten auch die anderen EU-Länder zustimmen. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Das französische Innenministerium schlägt in der Antwort jedenfalls einen anderen Ton an. Wegen der steigenden Zahl Geflüchteter will man dort die Kontrollen sogar noch weiter verstärken. Das italienische Ministerium bleibt uns eine Antwort schuldig. Es ist also unwahrscheinlich, dass es in naher Zukunft Geflüchteten, die nicht aus Europa stammen, einfacher gemacht wird, Grenzen zu überqueren. Gerade jetzt, wo noch viel mehr Menschen auf der Welt vor Krieg fliehen. Da oben ist ein Film über jemanden, der in seine Heimat zurückflieht. Und hier unten ist ein Film über die Lage in der Ukraine.